eigentlich auch gehofft, also ist auch so, habe ich nicht gehofft, es ist auch einfach so. Let's Plays machen ihn Kohle hin. Let's Plays führen auch dazu, dass man halt aufgeschlossener ist und mehr redet und sowas. Einfach auch die Sprache ein bisschen trainiert. Das führt definitiv dazu und das funktioniert auch und das ist auch auf jeden Fall so. Ich war früher noch ruhiger. Aber naja, ist halt so. Ich bin halt ein bisschen ruhiger. Das soll niemanden schaden, wenn ich bin. Bei manchen Sachen denke ich mir halt einfach, muss ich nie erzählen. Warum soll ich das erzählen? Es ist doch, hilft jetzt niemandem weiter, wenn ich das erzähle. Ich halt lieber meine Klappe. Gut. Dämlich. Einfach erzählen und ein bisschen reden mit Leuten wäre, würde einiges vielleicht einfacher machen oder so, aber naja. Wenn du dazu dann ein bisschen introvertiert und schüchtern bist, so wie ich, dann, na was heißt, ja ich bin, ja, schüchtern, das Schüchternsein habe ich vielleicht ein bisschen schon überwunden inzwischen. Würde jetzt nicht auf jemanden zugehen und irgendwie dicken Max raushängen lassen. Aber ich bin halt ein bisschen introvertiert, das gebe ich gerne zu und habe auch überhaupt kein Problem damit. Und das sind nur die Leute, die immer ein Problem damit haben, wenn man halt keine Lust hat, mit wegzugehen, weil sich zu Hause in Ruhe, in kleiner Runde oder halt alleine am wohlsten fühlt. Das verstehen halt viele Leute nie. Es ging irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das losging. Wahrscheinlich so 16, 17, 18 in der Drehe, würde ich jetzt mal sagen, dass ich festgestellt habe, dass ich eigentlich keinen Spaß habe, wenn ich in Clubs gehe oder so. Dass ich mich da immer fehl am Platz fühle, dass ich nicht so gerne jetzt irgendwie rumhampel auf der Tanzfläche oder sowas, dass ich nie so richtig, dass ich da nie so richtig, ja, ich habe einfach hatte keinen Spaß. Ich bin zwar immer mal wieder mitgegangen, das hat mir aber nie so richtig, dass ich jetzt sagen würde, hoho, ich, ja, geil. Das war der beste Abend meines Lebens. Ja, gut, habe ich noch nie abgefeiert. Nee, ist, keine Ahnung, es hat mir irgendwann, ging es los, dass mir das dann aufgefallen ist, dass ich eigentlich keinen Spaß habe. Und da ging es dann auch los, dass ich halt immer mehr abgesagt habe, dass ich dann immer wieder gesagt habe, nee, komm heute nicht mit, geht ihr mal. Macht mal euer Ding, ich hab keine Lust oder ich habe keine Zeit oder mir geht's nicht so gut. Man denkt sich ja dann auch mal eine Ausrede aus. Irgendwann habe ich mir keine Ausreden mehr ausgedacht, ehrlich gesagt, habe ich einfach gesagt, hab keine Lust. Macht ihr mal, geht mal weg, ich habe keine Lust dahin zu gehen. Und das haben aber viele echt nie verstanden von meinen Kumpels und so. Immer noch nie wahrscheinlich. Viele von denen sind halt, oh geil, Club und abdancen und trinken und die ganze Nacht und so weiter. Und haben viele, glaube ich, nie verstanden. Und irgendwann wurde ich dann nicht mehr gefragt, ob ich mitkommen will. Irgendwann wurde ich dann nicht mehr gefragt, ob ich irgendwo mit hin zu irgendjemandem in eine Bar oder einfach so halt zu irgendjemandem nach Hause kommen will. Es ist ein bisschen blöd dann immer. War ein bisschen scheiße. Ist eigentlich immer noch ein bisschen blöd, dass ich fängt eigenartig an zu ruckeln, muss ich gerade mal sagen. Ihr seht das auch, oder? Stockt so. Ja, vielleicht muss ich mal neu connecten oder sowas. Vielleicht liegt es auch hier an dem Brutzeln. War ein bisschen, eigentlich immer so ein bisschen. Da sind einige Freundschaften so ein bisschen im Sand verlaufen, sage ich mal. Einfach nur dadurch, weil sie, naja, man spricht es jetzt auch nicht so an, aber Ich hab's echt nie böse gemeint. Ne? Ich hab's echt nie böse gemeint. Ich habe mich einfach irgendwann nicht mehr wohlgefühlt in irgendwelchen Clubs. Gern mal in Pub oder in eine Bar und sitz in gemütlicher Runde mit Leuten zusammen bei einer Lautstärke, bei der man sich unterhalten kann und ess was und trink was und hab Spaß. Aber in einen Club zu gehen, wo man immer erstmal vor die Tür gehen muss, um
sich mit jemandem unterhalten zu können und da drin ist voll und gedrängt und vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass ich es unangenehm finde, wenn ich die Leute, die um mich drum rum sind, nicht so richtig einschätzen kann. In der Bar, da sitzen alle relativ entspannt und friedlich da rum, in so einer Disco, da geht schnell, da rempelt man mal aus Versehen den Falschen an. Wieder irgendein, naja, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann realisiert, oder ich habe davon gehört, dass es halt diesen Begriff introvertiert sein gibt. Hab davon gehört, habe mich darüber informiert, habe festgestellt, es total, passt total auf mich. Und seitdem habe ich mich, glaube ich, damit abgefunden, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt ewig hier warte, bis das Eisen durch ist, weil ich es eigentlich double refine wollte. Es ruckelt immer noch. Ich glaube, ich muss gleich mal... Ich refine jetzt nicht alles doppelt, keine Sorge. Ich mache jetzt hier 6, damit wir uns halt 2 gute Spitzhacken machen können und dann ist gut. Refined. Knacks, knacks. Ja, so ist das eben. Wirklich, ich meine das nicht böse, wenn ich nirgendwo mit hinkommen will oder so. Ist einfach meine Art. Ich fühle mich in kleiner Runde mit engen Freunden, bei jemandem zu Hause oder in einer Kneipe, viel wohler. Ich versuche immer mal wieder über meine Wohlfühlschwelle quasi hinauszugehen. Das geht eigentlich auch schon damit los, dass ich mit Kollegen halt mal was mache. Nach der Arbeit oder so, merke ich aber auch relativ schnell, das ist anstrengend. Also ich empfinde es als anstrengend, da dann irgendwie, keine Ahnung, was zu machen, bowlen zu gehen oder so. Mag doof klingen, aber selbst bowlen ist dann immer so ein bisschen... Okay. Ah, genug rumgejammert. Du brauchst gar nicht hier reinkommen, du dumme Kreide. Und alles, das ganze Gelumpe. Was schmeiß ich jetzt noch weg? Naja, ich schmeiß erstmal das Eisen raus. Ich kann ja gleich alles einrucksacken ein bisschen. Das. Eigentlich keine Einladung für die anderen Items jetzt wieder in mein Inventar zu fluten, aber gut, was willst du machen? So. Ich hoffe, das stockt nie jetzt wieder die ganze Zeit, das wäre echt scheiße. Also der Ton. Der Ton soll doch nie stocken, du. Das sagst du dir aber, da knallt's, wenn das jetzt wieder ist. Ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen. Auch weil es jetzt eher eben, ne? Ruckel. 18 FPS ist mir da doch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt direkt mal. Kann noch ins Inventory. Das kann da eigentlich auch rein. Das brauche ich gerade überhaupt nicht. Genauso wie der Atlas. Bett. Bissel. Brot. Noch Burger, ja. Gut, kleines Päuschen und nur einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und gesagt, getan, ich habe direkt mal den Witcher-Soundtrack mit reingemurkst. Ich hoffe, ist jetzt nicht zu laut, denn die anderen Titel habe ich ja alle normalisiert, also zueinander so ein bisschen abgestimmt von der Lautstärke mit so einem Programm, ging relativ zügig. Das habe ich jetzt mit den Witcher-Dingens noch nie gemacht. Einfach der große Vorteil, wenn man das bei GOG sich gekauft hat, dass man da alle möglichen Sachen noch dazu bekommen hat, unter anderem den großartigen Soundtrack.
Und den hört man da gerade. Auch wenn das Gejammer, was dabei ist, mich ein bisschen stört gerade, aber das ist eben mit in dem Soundtrack drin. Ich habe das Gefühl, ein bisschen laut ist er. Ich tapp mal kurz aus dem Spiel und geh mal her. Ändert das überhaupt was? Naja, passt schon. Passt schon. Da rein ins Spiel, dann sollte das Schwarzbild auch wieder weg sein und dann kann man wieder weitermachen. So, Spitzhacken haben wir uns gemacht. Jetzt sammle ich wieder die ganzen Sinnlossteine mit ein. Naja gut. Was ich direkt mal mache, ist mir die... Oh, ich wollte gerade sagen, ist der Rucksack weg. Ich habe ihn bloß aus dem... So wollte ich doch. So. Keine Sorge, es kommt jetzt nie die ganze Zeit. Es ruckelt schon wieder so. So komisch. Ich habe doch gerade das Spiel sogar extra neu gestartet, damit es nicht mehr ruckelt. Wieso machst du das, Minecraft? Wieso machst du das mit mir? Sei doch mal nie so unfair. Irgendwo noch Redstone? Ne. So, naja, wir werden das überleben. Ich hoffe, das kriegt sich noch ein bisschen ein wieder. Ich weiß nicht, was das Problem war. Manchmal ist auch irgendwas im Chunk gerade, dass es anfängt zu ruckeln oder so. Ahnung, jetzt geht's zum Beispiel wieder halbwegs. Ach ja, dieses Life in the Woods, ne? Oh, Moment. Wasser durchzogen habe ich noch nie gescannt. So, was auch immer mir diese Kristalle irgendwann mal bringen werden. Aber mitnehmen ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube, man bekommt dann auch angezeigt an dem Forschungstisch, wenn man das erforscht hat zumindest, aus welchen Items, welches Bummens man gescannt hat, welches Aspekt. Wieder gelb, die haben wir schon. Ne, luftdurchzogene haben wir auch noch nie. What? Ich muss erst leere Dinge verstehen, na toll. Naja, gut. Habe ich Salz schon gescannt? Ja. Salze. So. Aber viel Salz hier. Mal wieder gut Salz mitgebracht. Was ruckelt immer noch? Verdammt! Eisen haben wir jetzt eigentlich in Stack. Und noch ein bisschen. Bin am Überlegen. Jetzt nicht so sonderlich viel, ne? Hätte schon noch ein bisschen mehr Eisen. Ja, doch, das finde ich das Loch. Manchmal verändert sich auch das FOV so ganz komisch, das, ne, Field of View. Das liegt, glaube ich, das hängt mit dem Essen zusammen. Mit dem Essenszustand, in dem man sich befindet. Diamanten haben wir zum Beispiel noch überhaupt keinen erwischt, wobei man da ja auf Level irgendwas sein muss. Ich bin jetzt auf... Ich sehe das immer nie auf Anhieb, das war immer besser. 20 bin. Ich glaube, Diamanten gibt es erst ab 16, wenn mich nicht alles täuscht. Da sind wir gerade nicht. Könnte man auch mal Strip minen. Das würde ich aber wahrscheinlich eher ein Offscreen machen, weil das ist echt ja anstrengend und nicht wirklich interessant.
Und es rogelt sich ein ab. Und dieses komische lila Zeug gibt es ja auch anscheinend in Unmengen, aber irgendwie kann mir keiner sagen, was damit auf sich hat. Aber das Salz, wisst ihr, das, da wissen wir alle, was es ist. Und Lapis nehme ich eigentlich auch ganz gerne jetzt, denn blaue Farbe und so. Ah, da oben ist wieder irgendeine Höhle. Verflucht! Und wieder Golen. Lass die da oben jetzt mal Höhle sein und geh jetzt erstmal hier runter weiter. Auch noch nie gescannt. Erddurchzogener Block. Ja, erddurchzogene Blöcke habe ich ganz viele schon gesehen. Nennt sich Erde. Naja. Ist aber Terra gemeint natürlich. Das Magie-Element, was auch immer. Aspektteil. Auf immer. Ganz anderer Stein hier. Was ist da denn los? Und Redstone ist auch eine schöne Sache. Da werden wir auch mal noch ein bisschen was brauchen, denke ich. Du, 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 du. Und noch das lila Zeug. Wieder irgendein Loch in der Wand und wieder eine Höhle dahinter. Ah, schön. Joll, da haben wir auch noch nicht so viel gefunden dieses Mal. Man sieht es auch sehr schlecht in diesem Kumalit-Steinzeug. Kumatit natürlich. Was will ich denn machen? Für hier Redstone leuchtet förmlich und verändert die Textur, sobald man aufhaut. Der leuchtet ja so leicht, wenn man den anschlägt. Deswegen wahrscheinlich, und die Textur ist nicht drin. Für Kumalit leuchtend gibt's nicht. Und halt die Standardtextur ist aber auch nicht so schlimm. Du, 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 du. So. Her damit. Eine Nahrung noch weg, dann kann ich schon wieder einen Happen essen. Das Ruckeln hat sich, ja, ich wollte gerade sagen, es hat sich auch wieder einbekommen, aber scheint noch nie so richtig. Alter, gut jetzt hier mit Ruckeln. Was ist das? Er zieht. Ja, nö, oder? Buddel ich mich mal durch das Gravel. Macht immer so nervige Sounds, weil das im Matmos nie so richtig drin ist. Und der Server ist auch gerade wieder ein wenig am Lahmen. Nö. Kannst du alleine durchgehen. Dynamic Lightning mache ich mal noch aus. Braucht man nicht unbedingt. Ein bisschen Licht machen wir ja mit der Fackel, wenn wir unterwegs sind, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Dynamic Lightning. Alles gut, auch ohne. So und Eisen.